Wir schreiben den 1. März 2017. Ein ganz normaler Streaming-Tag im Valve Matchmaking. Wir spielen das 2 und werden auseinandergenommen. Wir merken relativ schnell, dass wir gegen Matchmaking-Legenden wie Doja, welcher sämtliche CSGO-Achievements an einem und demselben Tag freigeschaltet hat, und russische Newcomer wie Quaker mit 400 Stunden CSGO nicht die leiseste Chance haben. Entsprechend ist die Stimmung im Team aufgrund der zahlreichen Deagle-Schellen und Wallbangs, die man kassiert, absolut im Keller. Dennoch glaubt Gutmensch Paradox und LSD an die Unschuld unserer Gegner. Ja, von denen cheatet niemand. Na, vor nicht. Ich jetzt wahrscheinlich schön durch die Tür, oder? Komm, oh ja, komm, mich. Ja. Oh ja, komm, oh bitte. Und Erik? Aber ich bin's, oder? Ja, geil! Ja! 400 Stunden, die haben schon! Ja, voll Flash gibt es. Oh, Shutdown. Zwei Mittel. Haha, Freddy lässt es dir schmecken, oder? Ich hab auch noch 600 Stunden. Einer noch lang. Baby, einer. So, jetzt mal gucken, wer jetzt durch die Tür kassiert. Wer hat da nur auf mich eingestellt? Bin ich's wieder? Ah, Mann. Ja, aber da bängt doch nicht jede Runde einen Head rein, ihr Naps. Der Quaker mit 400 Hours. 25,9 macht er fertig. So, Botch und GoTV. Der hat auch in der Pistole in 4K gemacht. Da guck ich auch mal rein. Aber dann sprich ich vor. Der hat an. Der shaked. Der shaked offensichtlich. Warum ist Freddy nicht mehr im TS? Der shaked. Der shaked. Der rastet richtig schon an. Einfühl, du kleiner Bastard. Hoffentlich guckt Freddy noch einen Stream. Der rastet ein. Der rastet so schön ein. Im Overwatch hat mir nach den ersten zwei Klicks schon gesagt, dass er hat. Er rastet so ein. Ist das geil? Er rastet so ein, Fibu. Er rastet ein. Guck dir die Klicks auf B an. Hast du noch Bock? Crisp, clean lock, boys. Doesn't get more horseshit than that. Normaler Shot wahrscheinlich. Ja, ist halt okay. Ja, von denen cheatet niemand. Und davor, ja.